Total War Warhammer 2, wo wir eine Menge Progression haben. Klagen Pestilenz ist auch. Das sieht so voll aus. Genau, ich habe ein paar. Quick Fight It All! Genau, hier weiß ich auch, dass man groß ist. Das hilft mir ein bisschen weiter, aber nicht hier. Mein Plan schaut jetzt wie folgt aus. Ich mache hier kaputt. Und nehme das hier ein. So. Und hier baue ich halt Stück für Stück aus. Das ist halt so. Hier baue ich mich weiter aus. Das heißt, ich muss unbedingt die Kohle bauen. Kohle ist da ganz wichtig. Außerdem muss ich bald. This is forbidden! Weil hier kommen böse, böse Leute. Ich hab die. Da war noch was, das weiß ich noch. Und hier muss ich gucken, dass mir keine wirklich. Das sollte aber der Scroll schaffen. Theoretisch. So, das heißt, hier mit Töten. Wird da einnehmen, kommen ein bisschen. Das kommt langsam an, dass die Pferde hier, weil Echsen echt stark sind. Wie gesagt. Ja, und hier muss ich dann mal gucken, ob ich irgendwann. Die machen halt alle kein Geld hier mehr. Also ich muss mehr Geld machen. Ich hab eine sehr dringliche Dringlichkeit, sag ich mal, hastig auf Kohle zu kommen. Ja. Ich muss es irgendwie hinkriegen, dass ich Kohle mache. Hier zum Beispiel bauen. Na, wenn ich überall dieses Kramszeugs baue, 500 hier, 500 da, 500 dort. Genau. Das sind die beiden. Der macht Karakasu und die Bitterspitze, die müssten noch neben dran sein. Der macht noch. Ah, perfekt. Genau, 8 Gipfel könnte ich mir wiederholen. Und das Dinkokratz, auch. Muss man sich alles mal anschauen. Ich brauche Kohle. Ah, jetzt steht hier Geld dran. 26. Wow, hat sich das gelohnt. 100. Na gut, 100 werde ich dann. Das wird toll. Na gut, weil hier nicht viel Geld gemacht wird. Nee. Hier wird viel Geld gemacht, da würde es sich lohnen. Aber da ist auch. Hier ist die Goldmine. Hier, Schwarzfels. Aber wir sind tief, hier tief gebuddelt. Aber hier würde es sich lohnen. Schau's mal an. Hallo? Nee. 29? Das kann man. Das macht ja gar keinen Sinn. Der macht hier 2600. Hallo? Wo macht denn das Sinn? Das ist ja super Bubble. Also wenn ich gucke, 15% von 2600 wären 390 und nicht 920. Aber gut. So, ich muss. Das weiß ich noch. Das mache ich auch. Hier muss ich wirklich zügig sein. Ja. Ja, das heißt, ich werde knallen, ich böller alles weg, was ich böllern kann. Gut ist. Halt wirklich ausnahmslos alles wegböllern, was man wegböllern kann. Und dann ist gut, dann ist Ende, dann ziehen wir uns zurück. Außer wir können es einnehmen. Aber da muss ich vorsichtig sein. Also ich will da eine Unterstadt bauen. Erstmal will ich es plündern und dann eine Unterstadt bauen. So. Und ich will überall Unterstädte mit diesem 500er Gebäude haben. Ja. Er selbst auch Katapulte. Ja gut, mal schauen. Ich knall halt mit meinen Katapulten einfach drauf. Und gut ist. Mal gucken, ob ich seine Wehrstadt einnehmen kann, aber vermutlich nicht. Vermutlich nicht. Schauen wir einfach mal. Was ich machen werde, ist, ich werde alle Truppen, die ich habe, eng zusammenziehen.
das ist nicht so. Ja, nicht. Ready! Dornbannen! So vielleicht. Ich muss noch seine Zauber aufpassen. Warp Grinder! Ja, aber sonst geht's. Now, right now! Der Damage war wirklich.
So. Ab dafür. Das. Ist auch stark, das Ding ist plötzlich. Ja. Moment mal, dann brauchen wir da hochklettern. Hold one! Skaven! Yes, yes! Die, die, die! Yeah, that's good.
einen Katapulte. Okay. Also gut gewonnen. Katapulte haben halt massiv Damage ausgeteilt. Das war schon richtig krass. Okay, Ausraum. The anderen Pass! Kettennahrung, das ist sehr gut. Voll. Dann, ja. Jetzt geht's kalt, oder? Okay. Pickelt it clean! Let the bear scream, scream! Ich meine, ich kann es mir auch holen, aber das. Lord of this place! So. Yes, yes! Dann, Geld machen. Überall Geld, wo ich Geld machen kann. Geld machen. Ich probiere das hier bei. Ne, warte mal, Schwarzfeld. Genau, bei Schwarzfeld würde ich trotzdem mal das da bauen. Einfach um zu sehen, hey, wie viel. Ja, brauche ich später. Erst das da. Gut. Das heißt 250. Und dann nochmal, also 1000. Dann sieht das Geld schon ein bisschen besser aus. Let the bell scream, scream! Okay. So, geringe Gelder. Ich weiß, das ist ein Problem. Aber. Das wird nächste Runde besser. So, hier. Kann ich jetzt auch angreifen. Knapper Sieg, das kann ich. Gleiche Map. Auch interessant. Das hoffe ich, dass sie bei Warhammer 3 dann besser machen. Einfach, dass jede Siedlung oder halt die meisten Siedlungen eine eigene Map haben. Ich meine, das ist gigantisch viel, keine Frage. Aber es wäre einfach cool. Und dann auch wirklich geile Sieges, weil die sind irgendwie, die sind alle immer gleich. Kaum Unterschiede. Ah, bin ich mal gespannt, ob sie da ist. Ich weiß nicht, schalte ich es einfach aus. So. Great Clans! CC! Ja. Clan Rats! Warbringer! Play Claw Catapult! Challenge! So. Ah ja, der hat nicht so viel. At once! Der hält hier schon lauter. Ah ja. Thank you.
das war sehr gut. Das macht schon Schaden, das macht nämlich so viel Kapitel. Das ist halt das Ding. Aber jetzt Yeah.
Das Höchste, was geht auch. Genau. Gut. Nächste Runde wird viel abgerissen. Dann kriege ich da nochmal Geld durch. Ist auch nice. Sehr schön. Irgendwie glaube ich, dass das Mikrofon nicht mehr so gut funktioniert. Victory! Horny Rat, notice me! Lasst mich mal schauen. Ja. Hat den Pegel zurückgesetzt. Gut, jetzt müsste es besser sein. Sorry. So, hier mal alles zerstört. Ausrauben. Send minions. Find treasure warp stone. So. Und dann Stufe 3, go. So. Das kann hier weg. Mäuerchen bauen. Ich baue mal diese Bell. Die macht auch Geld und öffentliche Ordnung. Das ist nicht schlecht. So, nächste Runde oder übernächste Runde renne ich da hoch und hol mir den ganzen Bums. Ich hol mir hier den ganzen Bums. So. Okay. Ja, probieren wir es aus. Komm, probieren wir es aus.
stinks like a grazier. Mehr Geld, mehr Angriffskraft ist immer gut. Should kill when get a chance. So, weiter geht's. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Weil Tic-Tac-Toe läuft weiter. Aber eigentlich, wow, da unten ist auch viel Battle. Aber eigentlich ist es nur Geld und Nahrung, das zu mir rüberrennt. Ne? Also von dem her, gar kein Problem. So. Gut. Wir werden angegriffen. Kommandant Skrolk. Viele Schwertkämpfer und Bogenschützen. Ein paar Reiter. Das ist gefährlich. Und ein Geschossstreitwagen. Okay. Gut. Dieses Command-Dings. Okay. Ja. Führerschaft. Und Nahkampfangriff. Der Häuptling vielleicht. Dass der richtig reinknallt. Gegen große Feinde. Auch nicht schlecht. Okay, das muss ich mir merken. Das heißt, der geht gegen die Reiter. Und gegen die Streitwägen. Oh. Was sagt die Map? Perfekt. Okay, gut. Weil er hat zwar ein bisschen Reichweite, aber nicht viel. Todesgeier fliegende Bestien. Da muss ich auf den Katapulten, auf die Katapulte achten. Aber ansonsten, ja. Sollte kein knapper Sieg werden, bin ich ehrlich mit euch. Sollte es nicht. So, ich könnte mal gucken, was passiert, wenn ich das Rollo hochmache. Ob man mich dann ein bisschen besser sieht? Ja, ein bisschen besser. Ein bisschen besser. Ist okay. Was mir auch aufgefallen ist, es gibt da jemanden, der bei manchen Videos mir einen Daumen runter verpasst. Finde ich immer interessant. Ohne Feedback hilft mir das natürlich höchst wenig. Gut, viel ändern werde ich jetzt nicht können. Ne? Also ich werde jetzt nicht noch mehr Peripherie kaufen. Das nicht. Ah, schade. Aber ich finde es immer lustig. So, vor allem, weil ich das halt wirklich nur für mich mache. Ich nehme das ja nicht für euch auf. Wenn es euch gefällt, gut. Aber ansonsten, who cares. So, ich würde mal sagen, so ungefähr. Ich will schon alles im Blick haben. So. Genau. Gut. Dann die Speere. Die müssen nach vorne. Ja. Das heißt, die Clanratten ziehe ich zurück. Und die Warbohrer kommen hinten rein. Hinter die Speere. Ich glaube, da stehen sie ganz gut. So, dann haben wir noch hier die Giftwindkrieger und Giftkugelmönche und was weiß ich. Da stellen wir hier einen auf, hier einen hin. So. Das ist ein Speerträger, der muss nach vorne, klar. So. Der auch. Die noch ein bisschen drehen. So. Okay. Also, die sind gut gegen Infanterie und die haben Lethal Poison gegen große Feinde. Genau, das heißt 100 Bonus gegen große Feinde. Oh, wow. 30 gegen Infanterie. Aber 100 gegen große Feinde ist krass. Gut, muss ich mir merken. Und dann hat es hier noch den guten Skrolk und den Häuptling, der auch gut gegen große Feinde ist. Der steht auch vorne. Der fängt die dann ab. So, der hat hier einmal lieber Bonikus. Okay, ich glaube, das ist gut gegen Einzelne, also gegen
Single Entity Damage Teile. Das hier ist gut gegen viele kleine. Wirkt sich umherum auf fein. So, wer kann noch zaubern? Den Tropfen. Und Gift Boni. Okay. Gut. Hat er Katapulte? Nöp. Okay. Will ich dieses Hallo guck mal spielen? Ja, da hat er die Reiter. Und da hat er die Streitwägen. Das wird ziemlich verschwendet. Ich kann es trotzdem mal rufen. Vielleicht reagiert er irgendwie drauf. Vielleicht auch nicht. Mal schauen. So, hier geht jetzt das Geböller los. Finde ich gut. Schön auf die Skelettbogenschützen feuern. So, die Aasgeier. Die kommen, das ist sehr gut. Okay. Dann will ich sie hier mal aufhalten. So ein bisschen die Gegner. So. Und die Speerträger gehen da drauf. Okay. Ah, das geht um sich herum, richtig. Das Gift kannst du mal draufhauen. Der Buff kann drauf. So, der Warbohrer macht jetzt hier Damage. Hier muss ich gucken, dass ich nicht mich selbst wegböller. Der will seitlich vorbei sneaken. Das will ich aber eigentlich nicht. So, Retreat, Retreat, genau. Aber ich kann ja hier noch was machen. Machen die auch. Ja, gut, gut, gut. Der? Gut. Wo sind die Reiter? Mach mal das auf die Reiter, bitte. Du bist gegen große Feinde. Okay. Oh wow. Da drüben haut eine Menge Stuff ab. Das ist nicht so gut. Aber geht schon, oder? Yeah. Oh, das sind du, Schab, die ist schon wieder in mir drin. Ich hasse es, wenn die Skelette so in mich reingehen. Das ist echt ätzend. Okay. Dass ich so viel Angst habe, alles haut ab. Das ist echt nicht cool. Warum haben die so viel Angst? Ein bisschen Schaden? Okay. Wo sind meine Warp-Bohrer überall? Sind die alle schon tot? Ja, natürlich schade. Der flieht. Okay.
Ist gerade eine sehr seltsame Schlacht. Irgendwie scheine ich nämlich sehr viel Probleme mit Führerschaft zu haben. Ich weiß aber nicht genau warum. Ah, das sieht nicht so gut aus. Okay. Wenn ihr alle mal aufhören würdet zu plänklern, das wäre super. Ihr sollt dann einfach draufböllern. Schaffst du das, die Almose zu töten? Das ist eine sehr knappe Schlacht tatsächlich. Hätte ich so nicht gedacht. So. Jetzt nimmt der richtig Damage. Oh ja. Das ist stark. Ich glaube, das tickt gut runter, oder? Ja. Okay, also am Ende hat es noch gereicht, aber es war schon sehr eng. Strange. Das war wirklich ein knapper Sieg. Oh ja. Oh. Boah, haben die viel Schaden gemacht. Wow. Ja, aber nicht schlecht. Das ist gut. Das ist sogar gut, dass er in seiner Runde mich angreift. Da muss ich es in meiner nicht machen. Obwohl ich mit Blitzschlag natürlich noch mal ein bisschen besser dran gewesen wäre. Ich glaube, es gibt einen Malus auf Führerschaft, der nicht zu verachten ist. Aber okay, wir nehmen jetzt das hier. Also das Geld und so ist schön, aber... Ja, nee, nee, nee. Passt schon. Genau. Gut, das kann ich töten, dann gehen wir da hoch. Ja, Grimgorgs, blabliblubs, whatever. Wie viel es da gibt, ne? So, Mutantenratten, Ogre und die Warblitzkanonen haben wir jetzt auch freigeschaltet. Kann ich mir gerade aber nicht leisten. Clanmangel interessiert mich gerade nicht. So. Was ist passiert? Karak 8 Gipfel. Fertig. Okay. Sehr schön. Da muss ich natürlich wieder aufpassen. Aber ich würde jetzt erstmal das so bauen. Ja. Sechsundzwanzig ist halt echt wenig. Tiefenreich Einkommen. Okay. Ja, hier muss ich sehr gut aufpassen. Okay. Gut. Da dürfte Clan Ashen sein. Die sehe ich nur nicht. Ah, nee. Die werden mir angezeigt. Okay. Ah, ja. Du verbittest. Ja, Pech gehabt. Gut, Lamia macht da aktuell nicht viel Geld. Dann hauen wir es nochmal kaputt. Das sollte jetzt nicht so schwer sein. Nee. Krieg ich hin. Bekomme ich hin. Gibt nochmal Geld, Nahrung und alles. Der Raubwert ist winzig, aber whatever.
So, die töten. Tschüss. Nehmen wir Nahrung. So. Dann gehen wir hoch, weil das hier... Ja, das kriegt er nicht nochmal. Nee, nee. Mäuerchen baue ich ja schon. Das können wir aber... was ist das denn? Goldgrube! Das gibt Geld. Genau, verlorene Hochebene. Die holen wir uns, die interessiert uns dann nicht weiter. Genau. Dann gehen wir jetzt dahin. Passt. Richtig. So machen die das. Dann durchsuchen wir die Ruine einfach mal. So, neben dem Teil. Pfeil. Krone. Krone müsste es sein. Ja. Reliquienschwert. Na gut. So, in Liber Bubonicus. Ja. Okay, plündern müsste ich noch. Genau, nächste Runde plündern. Ich kann auch hier plündern, aber ich glaube, das bringt herzlich wenig. Mal gucken. So. Camry wird noch besser. Genau. Ich könnte natürlich... Ah, hier kann ich auch noch bauen. Dann machen wir das doch mal. Ich weiß nicht, ob ich das hier abreißen soll. Ich meine... Ja, aber Heldenkapazität von Warlock-Techniker ist nicht schlecht. Ganz ehrlich, das ist nicht schlecht. Sollte ich mir behalten. Ja, sollte ich mir behalten. So, Quiek wird langsam fertig gelevelt. Das ist ein Problem, weil irgendwann muss ich das hier noch voll machen. Spätestens ab 30, glaube ich. So, was holen wir uns hier noch? Das da noch? So. Trust him for now. Das ist egal. Das ist nicht schlecht. Ja, die will ich auch haben. Quick Pause ist einfach stark. Untrusted Worm. Poison after. So, der macht mir Damage. Genau, so, hier ist jetzt die Frage. Ja, ich greife da einfach nochmal an. Das gibt wieder ein bisschen. Nahrung. Danach kann ich vielleicht plündern. Wäre nicht schlecht. Plündern. Einfach plündern. Einfach plündern. Ne? Ich glaube, plündern wäre da richtig, richtig gut. So, ich mache jetzt noch eine kurze Pause. Päuschen. Gut. Weiter geht's. So, haha, ich bin so gespannt, ob das mit der Pause funktioniert. So, wir böllern erstmal wieder. Ne, ganz klar. So. So. Und so. Und es wird geböllert. Bum, bum. Wow. Damage. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das ist schöner Schaden. Sehr schöner Schaden. Also die Zwerge waren weitaus tankiger. Ja. Ja, das ist halt schon relativ easy, einfach mit Katapulten draufknallen, bis nichts mehr übrig ist, ne? Schaut's mal, der Schaden ist echt groß. Aber passt, nehme ich. Das ist gut. Das ist echt gut.
Bisher ist noch alles easy. So, ihr könnt alle mal nach vorne rücken, nicht dass wieder Ushabti beschworen werden. Stehe ich nämlich gar nicht drauf. Ja, die KI lässt sich halt einfach kaputt ballern, ne? Und das war's. Genau. Jetzt sind da die. Hallo. Also haben wir schon kaputt gemacht. Ja, easy. Okay, cool. Gut. Schön, schön, schön. So soll das. Deswegen habe ich die Truppen auch direkt da reingestellt. Na? So. Noch mehr Damage. Damage, Damage. Den Einzelnen brauchst du nicht angreifen. Das bringt gar nichts. Ja, den da drüben kannst du noch angehen. So, ich glaube, ich kann jetzt langsam mal das Tor angreifen. Und da so hin. So. Den noch angreifen. Der hat ja auch Katapulte. Oh, oh, oh. Da muss ich was machen. Das geht so nicht. So, schön die Katapulte kaputt machen. Aha. Gut, ihr könnt alle hoch. Die Warbohrer gehen dahin und du gehst auch dahin. So. Sind die Katapulte echt schon kaputt von ihm? Ja, krass. Ist ja super. Ja, perfekt, Mann. Okay. Schön Schaden böllern. Oh, die Planraten können auch noch drauf gehen. So. Die können sich mal zurückziehen, die brauchen wir nicht mehr. Beziehungsweise die können halt einfach da stehen bleiben, ist ja egal. So. Die müssen halt irgendwie weg. Ja, der sieht ja super nahe. Der macht es irgendwie, dass die so aggro werden. Ist aber auch egal. So, und gleich buffen. Schön drauf. So, nehmen wir die Katapulte. Die haben angeblich noch Munition, aber die machen noch gar nichts. So, Schild hat er nicht, aber eine Schadensabwehr. So, kann sich nicht mehr bewegen. Schöner Wurf. So. Und alles weg. Easy. Das gibt wieder Nahrung. Ich habe eine Armee vernichtet. Das gibt wieder ein bisschen Geld. Vielleicht. Mal schauen.
Königin Kalibash. Kabash. König Kabash. Also. Oh, die Stadt gehört mir. Hoffe ich. Bumm, fertig. Alles klar. Guter Freeven, nehme ich mit. Es war halt wirklich ziemlich free. Na. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wie viel Geld es gab, weil ich am Handy rumgespielt habe, wie so ein Kappner, aber passt. So, das wäre super dumm, das machen wir nicht. Ja, Ausbau. Ne? So. Genau. Und dann war ja die Idee, dass wir plündern gehen. Hier unten gibt es auch noch viel zu plündern. Das heißt, ich würde jetzt Richtung... Geht's da so lang? Das ist eine Diamantenmine, ist auch stark. Und plündern. Das hilft ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. So, der. Das hier. Dann sind wir fertig, ne? Ich müsste mal gucken. Ist das denn ewig dann so? Ich mach das jetzt mal. Dieses Lord von Clan Moors. Bleibt das? Bleibt das ewig? Läuft das irgendwann aus? Ich weiß es nicht. Weil hier oben taucht es nicht auf. Daher, keine Ahnung. Die letzten Verteidiger sind eingetroffen, okay. Also angetroffen, ja. Krokas Fraktion. Werde ich vielleicht auch irgendwann mal spielen. Vielleicht spiele ich auch irgendwann nochmal Hochelfen. Die sind halt geil, weil sie haben mega viele Bogenschützen-Einheiten und Drachen. Das ist so stark. Also du knallst einfach mit Ballisten und Bogenschützen alles kaputt. Hast echt solide Magie. Und gegen alles, das irgendwie dann noch klumpt, Drachenfeuer und Schuss. Hier, Sternendrachen sind die heftigsten, glaube ich, genau. Einfach einen schönen Imrik-Sterndrachen-Stack und... So. Wenn ich hier hingehe und plündere... Okay. Gut. Nicht schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Das nehmen wir mit. So, Creek. Du greifst an. Töten. Creeven. Nahrung. Freeven. Da brauche ich jetzt nicht... Erst ausrauben. Hier keine Fehler machen. Erst ausrauben, dann besetzen. Tschüss. So. Will ich die Müllgrube? Eigentlich nicht. Mauern? Obwohl, brauche ich hier Mauern. Ich glaube, hier brauche ich keine Mauern. Andererseits... Willst du überall Mauern haben? Zumindest laut Total War. Nein, zumindest laut hier. Warte mal. Genau. Obwohl, gibt's... Gibt es ein Gebäude, das hier irgendwas... Nahrung. Nahrung ist wichtig. Das können wir noch ausbauen. Jupp. So. Ich müsste mal gucken bei Rot. Schattenläufer und Gossenläufer habe ich hier absolut nicht dabei. Ich habe Clanratten. Die habe ich. So, das würde Sinn machen. Ne?
Weil der hat hier für Sturmratten und Clanratten hat er einen Bonus. Ja. Lord of Clan Moors. So. Ich frag mich, wie lange das bleibt. Ich habe keine Ahnung. So, ansonsten gäbe es natürlich noch Warp-Bohrer. Warp-Blitz. Todesräder, Seuchenklauenkatapulte und Warp-Blitz-Kanonen. Das sind die Chassails aber nicht dabei. Die Frage ist, wäre ich irgendwann, übrigens, kann ich mir gerade nicht leisten, die Chassails. Haben Master Ambusher. Ha. Also weniger Damage. Shieldbreaker, okay, das ist sehr stark. 31 Munition. Die gleiche. Die gleiche Reichweite. Wahrscheinlich will ich davon auch zwei haben, ne? Chassails. Ich glaube, die Mörser brauche ich nicht. Die sind nicht schlecht, aber überzeugen mich jetzt nicht so. Aber Chassails. Das brauche ich auf gar keinen Fall. Sturmratten, Todesläufe auch nicht. Waffenteams. Das ist ein Waffenteam. Das ist kein Waffenteam. Das ist ein Waffenteam. Ha. Ist halt die Frage, werde ich die Katapulte irgendwann weghauen, aber ich glaube nicht, weil die sind gut. Die sind wirklich gut. Also ich überlege gerade. Clanratten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weil Warp-Bohrer habe ich auch noch. Rüstung für Warp-Bohrer. So, mehr Munition für solchen Katapulte und mehr. Und sie greifen schneller an. Das macht halt riesen mehr Damage. Warp-Blitzkanonen. So, und dann irgendwann. Clanratten und Sturmratten, genau das da. Das vielleicht auch. Geschossstärke, ja. Das wieder nicht. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Mach mal erstmal die. Aktuell habe ich Katapulte und Clanratten. Also machen wir jetzt Katapulte und Clanratten. Und dann gucken wir mal. So. Genau. Ist jetzt so. Wenn ich am Ende mehr geht gar nicht, kann ich einmal respecken. Das ist auch eine Mod. Die ist dabei. Wenn es ganz doof läuft, mal gucken. So. Wachstum, lokale Provinz. Rettungszauber, Erfahrung. Das ist stark. Kampf gegen Grünhäuter-Zwerge und nach. Armee des Helden. Das ist nicht schlecht. Das brauche ich nicht. Das wäre noch gut. Ja, mehr Trefferpunkte. Unterhalt für Clanratten, immer das auch wichtig. Ja. Weil er hat Clanratten und Führerschaft und er holt Clanratten, das ist schon wichtig. Okay, gut. Wieder was gelernt. Seuchen-Minitekel. Macht ihn langsam, aber stärker. Kenne ich nicht, probieren wir es aus. Also ich weiß, es ist dieses Ding mit der Glocke, das rumläuft, aber... Should kill when get a chance. Ob das so gut ist? Keine Ahnung. Gut. Gehst mal dahin.
Eine Unterstadt gebaut. Nochmal ein Warlord-Techniker mehr. Mehr Zeug, mehr Forschung. Hallöchen. So. Mehr Nahrung. Auch wichtig. Gut. Der plündert. Der steht rum. Der steht rum. Move, Hassan. Welcome to my kingdom. Wer mag mich denn? Fine. Welcome to my kingdom. Offer proper tribute and a pact may be forthcoming. You disobey. Fellow Skaven, yes, yes. What word? Okay, kleines Geschenk. Reicht's? Ja. Aber ich brauche Nahrung. Ich brauche Nahrung. Ansonsten könnte ich es auch nur mit Stufe 1 kolonisieren. Das wäre jetzt gar nicht so schlimm, aber gut wäre es auch nicht. Dann geht er jetzt plündern. Oh, whatever. Geht er jetzt plündern? Der andere geht hoch. Er hier geht hoch. Ah, guck mal hier. Ah. Lamia. Hat nicht viele andere, ne? Nebelberg. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, hier irgendwann diese Grube zu bauen. Mal schauen. Schwierig zu sagen. Die Armeen zu crushen würde sich auf jeden Fall lohnen. LOL. Leute, LOL. LOL, Zwerge, LOL. Nee. Ja, ihre ganzen Helden, whatever, tschüss so. Nerven da halt krass rein. Schon wieder 5 Uhr abends. Ich bin zu viel am Zocken. Oh. Also gehört mir gar nicht. Aber wenn die das kaputt machen, schaffen die das? Weil wenn sie das schaffen und kaputt machen, ist das sehr schlecht. Das wäre jetzt bedauerlich. No, need my warp token stash. Nee. No, Tracy. Challenge me. Hallo. Ich lasse es mal, okay? Ich glaube, ich ziehe mich erstmal zurück. Genau, erstmal zurückziehen. Minus 2000? What? Warum das denn auf einmal? Invader Things Attack! Hallo? Retrieve! Not my fault! Wieso ist denn der Armeeunterhalt auf einmal so gigantisch hoch? Run, Fools! Hallo? The Council's voice. Das ist mega strange. Take these ruins for Clan. Raid and slave. Also. Hä? Demon Caller. Grey Seer Control. Gut, wenn mein Geld eh am Arsch ist, kann ich es auch kolonisieren. Ist ja doof mit dem
Ah, ich habe Probleme mit der Nahrung. This is Quicks. Deswegen, ich habe Probleme mit der Nahrung. Ja, mach so, ist egal. Tschüss. Nahrung, ich brauche Nahrung. Ich brauche ganz dringend Nahrung. Das ist das Ding. Einkommen, Unterhalt ist teuer, deswegen. Nee, nur für die Sklaven. Hä? Okay. Sehr seltsam. Und das hier ist halt auch ultra seltsam. Ich meine, er hat zwei Armeen. Ein Runenmagier und ein Runen. Nee. Nee. Also, wenn er das schafft, dann stimmt was mit dem Spiel nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ja, die sind low. Aber... Nee. Einfach nur nein. So, schön auf den Hügel. Dass er hier ordentlich Probleme hat, wenn er den Hügel entlang möchte. So, welcher von denen ist schlechter? Der andere. So, dann greift den guten Uta mal an. Wird auf den gezaubert. Geschwindigkeit geht runter. Ah. So rennt ihr da so runter. Ja, ihr dürft blänklern, aber dann macht es auch gescheit. Perfekt. Ja, doch, so ein bisschen. Sind schon verdammt tanky, ne? Okay, das tat weh. War aber nur Speerträger, ist egal. Das ist gerade nicht so gut. Okay, ich bin gerade ein bisschen im Concentration-Modus. Ja, nee, eigentlich will ich hier gerade keinen Selbstdamage machen. Das ist nicht so gut. Ich glaube, du wartest erstmal. So. Ja, das verlieren die doch, oder? Hallo? Ich meine, der wird in der Flanke angegriffen. So. Der eine haut schon mal ab. Der kommt auch nicht mehr.
Deswegen, was für ein Low Sieg, hä? Macht halt gar keinen Sinn. So, sind beide besiegt worden. Aber ich möchte töten, damit sie nicht nochmal siegen, weil da habe ich keine Lust zu. Also wenn ihr könnt, töten. Wenn ihr es nicht könnt, dann Pech, aber... 28, 42. Der ist sogar sehr müde, der sollte nicht wegkommen. Eigentlich. Aber so langsam wie der unterwegs ist... Aura of Red. Wer hat das? Ah! Der Seuchenpriester hat Aura of Red. Ja, nice. Wie sind die anderen da hinten? Der ist im Kommen, oder? Ja, klar. Aber der eine stirbt. So, hoffentlich. Tschüss. Aura of Red. Tschüss. Gewonnen. Mach kaputt. Okay. Ja, der kann nochmal belagern, leider. Das ist doof. Aber so ist es halt. Back, back. Nack, nack. Klopf, klopf. Der Popf, Popf. Der Bupf, Bupf. Und der Hubeldupf. Und der Flupf, Flupf. Na denn, na denn, na denn. Besiegt. I am greatest warlord. Yes, yes. Und halt für alle Einheiten. Das macht viel aus. Ja, ja. Ich brauche wieder gute Nahrung. Wieder was gelernt. Hier Probleme. Upkeep for Warlords. Schauen wir mal, was das macht. Nix. Dann. Oh, keine Ahnung. Pestilence, yes, yes. Okay, der will Krieg. Krieg. So, jetzt gibt's Krieg. Ich hoffe ja, dass es besser wird, wenn. Ja, war klar, egal. Wenn die Unterstädte alle mal weiter gebaut werden. Aber aktuell schaut es da echt schlecht aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist nicht gut mit dem Geld. Das arme Geld. Ich brauche mehr Nahrung. Dann wird es besser, aber bis dahin, boah. Hm. Kann ich gerade alles nicht? Jetzt haut der wieder ab und stirbt nicht. Oh Mann, Leute. So nicht. Okay, so nicht. Hallo? Ist jetzt nicht so geil. Warte mal, es hatte ja hier irgendwo... Ja, ich glaube, der sollte eher nach unten gehen. So. Ja, die haben hier Probleme. Genau, ich habe hier Probleme. Probleme mit Nahrung. Plündern Armee und halt Tiefenreich. Boah. Wenn ich die Nahrung nicht gefixt bekomme, habe ich ein riesen Problem. Das ist nichts wert. Aber es würde wieder Nahrung geben. Wieso habe ich so krasse Nahrungsprobleme? Plündern 16. Stinks like a grace here.
My eyes gone, but I... I am a vessel of Petra, the ever-living Vir. Ich muss irgendwas machen. Es geht nicht anders. Kilsley, fight Gash! Find me with Warpstone, brothers! So, Nahrung. Nahrung, Nahrung. Ich könnte da oben noch mal plündern. Ruin the enemy! Krocker, der wird ganz böse. Battle fight! Council demands! I order scurry move! All hail, Honed Rat! Ja, das wird ein Riesenproblem. Okay. Thanks to my plan! Victory! Ja, das mit den Geldern ist jetzt echt bescheiden. Puh. Na gut, geht gerade nichts anderes, ne? Should kill when get a chance. Bah. Clan Pestilence. Okay, schau mal, ich habe jetzt 31. Mal sehen, wie es nächste Runde ausschaut. Na, zum Glück hat der seine Stance nicht geändert. Sonst wäre ich da echt am Hintern gewesen. Da muss man so krass aufpassen mit der Kohle. Es ist heftig. Und das regt auch so auf. Die ganze Zeit dieses belagert, belagert, belagert. Ich glaube, es war auch ein Fehler, Quiek nach unten zu... Ich meine, da waren die... Da waren die Tic-Tac-Toe-Leute. Ja, deswegen. Soon shall we. Eure Eroberungen erfüllen die Herzen eurer Feinde. Ja, das ist nice, aber das hilft mir Herr. Wenig, weil... Die Weisesten unter ihnen wissen, dass das Schicksal... So, jetzt ist er endlich tot. Tschüss. 36. Okay, es geht langsam voran. Wo ist das Problem? Ohne die nötigen Vorräte führen Hunger, Krankheit und Verantwortung zu verschleißen. Ah! 24%. Wow! Okay. Das ist ein gigantisches Problem. You will fight. You die, die. Legs, tails, move. Das ist wirklich ein großes Problem. Ready to march. 28%. Boah. Ja. The under empire spreads. Ja gut, der kann das deffen. Dann. Horned one knows I'm greatest. Ja, der hat auch Krieg mit denen. Dann wird er das einnehmen vielleicht. Vielleicht lässt er mich in Ruhe. Krass! Krass, krass! Da muss man echt aufpassen. Ja, weiter plündern. Ich meine, ich kann auch mal ein Tiefenreich machen, auch wenn es nicht viel bringt. Eigentlich wollte ich eher plündern, aber Nahrung, Geld. Aua. Sieht nicht so gut aus, sieht nicht so gut aus.
mag halt auch niemand, ne? So wirklich. Es hilft halt herzlich wenig. Weil halt der ganze Bums kaputt geht. Why do you pester? Absolutely. Das hilft mir ein bisschen drüber hinweg, aber es reicht halt nicht. Mi superior. Das bringt Nahrung, okay. Wachstum. Movement. Einkommen 5% ist nicht so schlecht, aber bauen wir es irgendwie so. Ja, Geld geht eh kaputt, ne? 42. Hat er es angenommen? Er hat es angenommen. Ja. Vielleicht hätte ich es niederreißen sollen. Ja, ist aber auch doof. Weil dann hätte er es vielleicht kolonisiert. Ich glaube, die KI macht sowas sehr gerne. Und dann hätte ich seine geschwächte Armee mit meiner geschwächten Armee angreifen können, weil die Katapulte böllern dann schon gut, aber riskant. Nee. Warte, nein, das sind ja. Später. Wenn ich dran bin, vielleicht. Der ist halt so stark. Ja, die Sotek Things machen wir auch noch kaputt. Aber nicht jetzt. Erst plündern. Geld ist eh egal. Nee, geh dahin. Warte mal, kann ich mich selbst plündern? Hier ist doch eh Pro. Ja, genau. Aua. Richtig großes Aua. We go stalking. Scotty, now, Scotty. So. Plündern. Yes. Immer noch Katar. Immer noch Katar. Ja, dann. Spread taint far wide. Nun, was wäre was wert, aber das kriege ich gerade nicht hin. Humid, good God, wounds faster. Destroy decay for pestilence. Ich habe echte Nahrungsprobleme, es ist so krass. Untrusted worm, poison after. Stinks like a. Ich bin gespannt, ob ich das wieder hinkriege. Aktuell sieht's nicht so toll aus. Forschungsrate ist nicht schlecht. Moment, 212. Should kill when get chance.
214. Okay, nice. Dann sind das Geschosseinheiten. Ich hoffe, die verschwinden nicht einfach. Das wäre halt jetzt bitter. Show me in gifts, or you die. Nee, ich will kein Schutzbündnis mit dir, danke. Ich muss Geld machen, Mann. Ich muss so dringend Geld machen. Nahrung und Geld. Das ist heftig. Ich habe da einmal die Nahrung weggeschmissen irgendwie. Bumm, geht gar nichts mehr. Das ist so heftig. Weil bis eben hatte ich noch Geld und plötzlich bricht es komplett weg und ich verstehe nicht warum. Aber ich sehe jetzt, wie wichtig es ist, Nahrung zu haben und ein gut, also die Nahrungsressource. Klar, Gold ist auch wichtig, aber Nahrung ist für die Skaven ja wirklich alles. Na? So. No, need my warp token stash. Stalk corrupt. Moors clan better best. No, Gracie, never wrong. Ja, dann greift der den an. My servant fails me. Okay, der greift da an. Warlord, quick head. Der geht ein bisschen mit. So. Entscheidender Sieg, Überfall, tschüss. Fight my, my brothers! Nahrung. Nahrung. They are mine now, now. Der wurde verwundet, okay. Was? Ach Leute! What? Nothing to do with you. Okay, das ist halt dumm. Das ist halt einfach dumm. Sorry. Nee, ich sag, ich mache immer kein Neuladen, aber wenn ich halt, weißt, nicht so. Das macht halt gar keinen Spaß. Da vergisst man einmal runter zu scrollen und zieht alles kaputt. Nee. Ich will die Situation ja lösen und nicht plötzlich habe ich wieder Geld und ja, die Helden kann ich wieder hochziehen, ist egal. Nee, ich will die Situation gescheit lösen. Das ist. Nee. Ja, wo ist jetzt die? Achso, die kommt erst noch. So, da verliere ich ja nichts. Ne? So. Nee, das war halt einfach nur dumm. Genau. Nö, gibt's nicht. Nee, also das ist halt super dämlich. Die ganze Armee weg, hallo? Was ich nicht verstehe, ist, was hat das mit diesen. Wir haben nicht genug Vorräte und so zu tun. Ist das jetzt wirklich wegen dem Geld? Könnte sein, ne? Aber. Was mache ich denn da? Weil ich krieg kein Geld mehr rein. Also so gar nicht. The council is disappointed. Stalk corrupt. I say, move. So. Also die Armee kann ich jetzt weghauen. Aber nicht automatisch. Weil sonst hier irgendwas stirbt. So. Ich speichere da jetzt nochmal ab, nicht, dass wieder irgendein Bullshit passiert. So, Blitzschlag, go. Easy, ich nehme die Nahrung. So wie vorhin. Nahrung. Dann plündern. Der rennt dahin. Und plündert. Plündern. Unterhalt. Hm.
Blade Brothers. Liegt es wirklich am Geld? Ich frage mich halt, warum das Geld so eingebrochen ist. Das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich es mir leisten kann, das noch voll zu machen. Eher nicht. Munition für Waffenteams. Ja, das gibt's. Erstmal gibt es die Clan-Waffen. So. Der steht halt auch da hinten, ne? Komplett lost. Klar, ich kann das wieder angreifen. Aber. Ja, gut, es sind 600 Gold, ne? Haben oder nicht haben. Knapper Sieg. Habe ich gerade keinen Bock zu. Ich meine, ich könnte es wieder angreifen, wieder, ja, aber. Retreat now, now. Chosen. Ich glaube, ich gehe jetzt mal irgendwo anders lang. Wisst ihr, was ich brauchen könnte? Ja, aber dafür habe ich wieder das Geld. Ja, ist alles doof. Alles doof hier. Ich gehe mal dahin und plündern. Ist echt schwierig. Victory, the horned rat shitters. Dass der Armeeunterhalt so krass ist. Okay, vielleicht komme ich ja auf die 61 irgendwie. Vielleicht tut sich dann was. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Mal schauen. Vielleicht mache ich auch irgendwo keine Steuern. Das könnte auch sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, aktuell hat Clan Mors echt Probleme. You have fought pestilence. Ja, whatever. Ja, mach Krieg. Dass die überhaupt noch leben. Ich habe mit allem und jedem Krieg irgendwie, ne? Boah, da kommen sie, die Tomb Kings. Uff, 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 uff. So. Es wird nicht besser. Ich mache hier gar kein Geld mehr. Wow. Okay. da habe ich wieder keine Nahrung. Ja gut, aber Nahrung geht jetzt schon hoch. Ist halt die Frage, ob der verletzt ist oder nicht. Ja, nein. I claim take this for nuggets. Legs tails move. Good good raid. Ich krieg es nicht gebacken. Vielleicht fehlen mir wirklich diese 5%. Aber die könnte ich bald haben. Vielleicht? Wer weiß. Ich hoffe, ich hab keinen Plan aktuell. Das schaut so schlimm aus. Und ich verstehe es nicht, warum ich auf einmal so viel Geld verloren habe. Weil es wurde mir nichts zerstört. Keine Unterstadt, die irgendwie kaputt gemacht wurde. Nichts in der Hinrichtung. Einfach plötzlich kein Geld. Als ob alles 3000 Mal teurer geworden ist. Ohne Sinn und Verstand. Und das ist einfach strange. Bin ich ganz ehrlich, das macht für mich keinen Sinn. So. Okay.
Uff, das tötet mich. Das tötet mich jetzt. Eight Peaks ist mein. Not this time. Das tötet mich. Trust him for now. Skrolg ist wie teuer? 2,5. Ja, aber 0,05% ist halt nix. Too weak to betray. Gut, ich brauche Geld. Ich muss auf Geld kommen. Irgendwie muss ich auf Geld kommen. Keine Ahnung, wie ich muss auf Geld kommen. Two Tunnel! Now one! Das wird ätzend. So, hier ist es 200 wert. Warpstone. Run, fools. Ich kann mal rübergehen. 93. Das ist schon ein bisschen besser. Reicht halt trotzdem noch nicht, ne? Puh. Upkeeper Moors Clan Red Units, ja, hab ich nicht. Hab ich nicht. Ich habe absolut keine Moors Clan Red Units mehr. Außer wenn die dazu zählen würden, aber das glaube ich nicht. Ratten. Also den könnte ich mal noch machen. Haben oder nicht haben halt. Und ansonsten. Keine Ahnung, ich klicke jetzt einfach mal irgendwas durch, was nützlich erscheint, aber wenn ich nur irgendwoher Geld bekommen würde. You have words. Snitch has ears. Yes, yes. Many ears. Tom, don't be aghast. For I still have a never. Das hilft herzlich wenig und noch mehr Geld werde ich hier nicht rausbekommen. Very well. I will hear your inane squeaking, rodent. Stop this! No! No. I have decided not to kill you. But my mind can be fickle. Why do you pester? Absolutely. Das hilft mir halt leider wenig. Words to say. No. Und noch weniger kann ich nicht machen, ne? Ja, geht nicht. Impossible. Ashin hears our brothers. Und ich will eigentlich kein Schutzbündnis yes. mit ihm, aber. Skavens. Yes. So hätte ich zumindest genug Geld, damit ich vielleicht nächste Runde besser dastehe. Ich weiß es nicht. Es ist so, boah. Ja, Krocker kommt rein, klar. Gönnung. Und der andere auch. Weil auf einmal Geld weg ist. Das ist so seltsam. Verstehe ich nicht. Oh, der haut ab.
Oh, lucky me. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich hatte jetzt genug Geld übrig. Ah, Unterstadt zerstört. Ja, aber die war egal. Die hat eh nichts gemacht. Ich muss halt kämpfen, um Geld zu bekommen. Ich krieg gerade aber kein Geld. Ich kann auch nicht kämpfen, weil ich keine Truppen habe. Das ist so dumm. Nein. So, jetzt sind sie wieder hoch. Okay. Okay, okay. Okay. Harbinger of Doom. Alter. Ready claws to raid. Okay. Scurry forward. Gut, der ist ein bisschen was wert. Soon we raid. Mit etwas Glück. Ich kann den halt nicht töten. Ne? Ich bin mit dem im Krieg. Hat der Belagerungsleute? Ich glaube nicht. Boah, Kanosaurier. Und die Viecher, gegen die kann ich gar nichts machen. Ja, ein bisschen was, aber. Ich würde ihn gern töten. Dann müsste ich bis hierhin. Und dann stehe ich draußen und habe wieder Probleme. Mehr Nahrung, mehr Kapazität. Gibt's nicht auch irgendwo was, was Geld spart? Einkommen, plündern, plündern, plündern. Unterhalt für alle Einheiten, das wäre nicht schlecht. Aber Nahrung. Naja, okay, keine Ahnung. Ja, geringe Gelder. Und dann geht's wieder los. Aber ich glaube, wenn er hier und dort angreift, kann ich ihn crushen. Es müsste gehen. Ich plündere halt gerade nicht so viel, ne? Okay, 98. Guck mal, wie nächste Runde ausschaut. Ich glaube, ich mache jetzt gleich aber Ende. Er haut ab. Ja gut. Ist eigentlich schlecht. Hinterhalt müsste ich legen. Das wäre es, ein Hinterhalt legen. Gut, nächste Runde kann ich da oben das Ding zerstören. Plündern, das ist schon mal nicht schlecht. So, der rennt jetzt hier rein. Glückwunsch, den kann ich crushen. Gibt auch Geld. Ich glaube, ich komme wieder auf die Füße. Es sieht nur echt schwierig aus. Habe ich... Wisst ihr, was das sein könnte? Wisst ihr, was es sein könnte? Und ich habe es nicht gecheckt. Ich glaube, ich weiß, warum ich kein Geld mehr habe. Nee. Was will ich denn da? Wisst ihr, was es ist? Ich glaube, ich weiß jetzt, was es ist. Ja. Die Intrige der 13 ist ausgelaufen und ich konnte sie mir nicht wiederholen. Deswegen habe ich so Probleme. Das wird sein. All hail, Hooded Rat. The Vermintide. Bin ich mir ganz sicher. Das ist der Grund. Das müsste der Grund sein. Ruin the enemy. Ja.
Das dürfte der Grund sein. Ich habe die Intrige der 13 nicht mehr. Bring Decay! Warlord Quicketeca. So. Okay, aber das ist eine Schlacht für was anderes. Der wird abhauen, dann muss ich ihm nachsetzen, dann muss ich kämpfen. Ich mache jetzt hier erstmal Pause, aber die Intrige ist ausgelaufen. Das wird's gewesen sein. Wäre ich doch bloß früher drauf gekommen. Gut, das mit dem Neuladen, ja, scheiße, aber ganz im Ernst. Ist jetzt so. Es soll ja auch mir Spaß machen. Und wenn ich keinen Spaß habe, dann bringt das auch nichts. Ist einfach so. So schaut es jetzt aber eigentlich ganz okay aus. Ich glaube, ich krieg das wieder hin. Ne? Hier gibt's Geld. Hier gibt's Geld. Und gut ist. So, Runde beenden auf gar keinen Fall. Ich hoffe, dass ich das nächste Runde checke. Hier bin ich aber erstmal durch für heute. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr habt Spaß und macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey there, thank you for watching. If you'd like to support me, simply hit the thumbs up button. Do you have any wishes, feedback or suggestions? Put them into the comments below. You may also subscribe if you're new to the channel. I wish you a wonderful and stress-free day. Take care. Bye-bye.